Wake up. Take the camera. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich muss zugeben, das war gerade ziemlich professionell auf jeden Fall. Ich mal die Hand die ganze Zeit so vor die Kamera und dann das Licht an. Ja, Überraschungseffekt auf jeden Fall da. Wir spielen auf jeden Fall Cry of Fear und vielleicht kennen es viele schon, es ist gar nicht so neu, es ist eigentlich schon recht alt und es ist ein Horrorspiel. Ich habe gedacht, ich mache das als 100 Abonnenten Special und ich danke euch natürlich auch nochmal dafür und ich habe gedacht, irgendwas musst du ja machen, mir ist nicht so richtig was eingefallen und deswegen habe ich gedacht, zock's einfach mal ein Spiel. Ja. Hätte ich auch The Forest weiterspielen können, aber ist jetzt auch nicht so das Wahre, ne, als 100 Abonnenten Special. Und wir sind hier jetzt in einem Raum. Wie wir hierher gekommen sind, weiß ich nicht. Mit einem schönen Poster hier. Wow. Wir gehen mal in den dunklen Gang. Nein. Und ja, Cry of Fear ist ein Horrorspiel, das mich hasst. Ja, und ich bin mal gespannt, so was so passiert, ne? Ich kenne mich damit jetzt noch gar nicht aus. Ich musste ein bisschen die Steuerung so... Oh. Bisschen erlernen quasi. Es wird nicht so geil erklärt. Da war ich manchmal voll so die ganze Zeit so, hä, was muss ich jetzt machen? Und so voll so, hä, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Deswegen, ich wusste zum Beispiel am Anfang nicht, wie man hier durchspringt. Da muss man einfach, glaube ich, hoffentlich kriege ich es jetzt hin. Ja, genau. Der gute kleine Kriechensprung oder Crouch-Sprung. Ja. Deswegen, also es wurde nicht so gut erklärt und da hatte ich keine Ahnung davon. Wie das halt alles so geht. I can't take irgendwas. Da ist einfach mal gar nichts. Auch schön. Ich krieg jetzt schon Gänsehaut gerade. Alter. Ich bin... Also wenn ihr mich in Horrorspielen so erlebt... Ich wusste, dass es kommt. Oh Mann. Ich wusste, dass das kommt. Ja, warum? Ich habe es halt schon angefangen, kurz zu spielen, habe schon aufgenommen, wo es dann halt nicht jemand Türen aufmacht oder durch dieses Fenster springt. Also ja, ich habe mich trotzdem wieder erschrocken. Ja, und das sieht man schon. Horrorspiele sind eigentlich doch. Ich mag sie, aber ich kriege dabei immer fast einen Herzanfall oder so. Ich aber okay, gut. Ja, ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß aber, dass es mit Waffen ist. Das glaube zumindest. Ich weiß noch nicht, wen man töten soll. Aber irgendjemand werden wir schon finden. Und mal sehen, wen. Ja. Mhm. Wir haben also kein Guthaben mehr, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Wenn ich das gerade richtig übersetzt habe, das ging ziemlich schnell. So. Und wir haben hier unten links jetzt unseren Balken, unsere Energie und unsere Lebensanzeige und Regel sind. Was steht da? Leströms. Sieht ein bisschen an wie so ein Niederlande oder so. Ja. Egal. Wir gehen hier jetzt einfach mal so längs. Wir können Tab drücken. Und dann haben wir ein Handy. Können wir es equippen. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Ja. Ich weiß natürlich, was das bedeutet. Dass er nach Hause kommen soll, weil es dunkel wird und blub. Und ja. Ich nehme aber lieber wieder das Messer in der Hand. Ich fühle mich damit etwas sicherer. Und dann gehen wir mal in diese Gasse entlang. Okay, so können wir rennen. Alter, der hat ja überhaupt keine Energie. Was war was? Habe ich was verpasst? Jo, geil. Hold Shift to Sprint. Ja, das habe ich eben schon gemerkt. Soll es mir jetzt sagen? Ja, ja, sprinte mal eben. Ja, geil. So. Find a code to the padlock. Oh, wir können die Waffe in eine andere Handbewegung tun. Find a code to the padlock. Okay. Press B. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Können wir hier nicht... Wir müssen hier irgendwie raus. Irgendwie müssen wir doch rauskommen, oder?
Ja, help me, ist ja toll. Ich will hier raus. Kommen wir nicht raus. 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 Oh. Irgendwas gedrückt, aber okay. So, das ist jetzt gerade unsere Aufgabe. Ist ja auch alles schön und gut. Huch, da bin ich jetzt drauf gekommen. Wo, da könnten wir gleich mal dran bleiben. Würde ich gerne mal wissen, wie man Türen aufmacht. Das macht man nicht mit F. Was ich gelesen habe. Ich dachte, man macht das mit F. Alter, ich. Das war halt auch das eine Problem. Ich habe die ganze Zeit die Tür nicht aufbekommen. Flashlight ist F. Wer hat denn da F geschrieben? So, ich stehe dir nicht. Das finde ich ein bisschen schade. So. Nee, nee. Jetzt macht das weg hier. So. Ja, da weg damit. So. F. Haben wir nicht. Wir haben ja keine Flashlight. Das ist doch scheiße. Ich verstehe nicht. Ja. Ich werde hier ganz kurz einen Cut setzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis ich eigentlich herausgefunden habe, wie man Türen öffnet. Ja. Da bin ich wieder. Wir haben eine Tür geöffnet. Es geht mit E. Ich bin gerade einfach alle Knöpfe durchgegangen. Hätte ich ja schon früher drauf kommen können. Warum steht denn F im Internet? War das jetzt E? Ich hoffe, ne? Door one. Batsch, 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 batsch. Ich habe keine Ahnung, was Batsch heißt. Ich hätte eigentlich gar keinen Cut zwischen machen müssen. Das hat jetzt eine Sekunde lang gedauert. Aber egal. Ich will doch nur spielen. Kann ich hier nicht woanders längs? Ach, das war ja nur ein Donner. Pussy. So. Noch eine Tür, das ist beruhigend. Ja, ich brauche jetzt kein Licht. Danke, trotzdem. Nö, nö, ich gehe da jetzt nicht hin. Geh jetzt einfach geradeaus. Okay, gut. Alter, ich krieg schon Gänsehaut, ne, nur weil ich hier längs gehe. Da, Liebes Spiel, das mache ich nicht. Oh, Alter, der rennt nur und ich schon so. Scheiße, Alter, dieses Geräusch. Geht's hier hinten noch irgendwo hin? Der kann nicht übers Auto klettern, nein. Sind wir Westländer oder was? Was ist jetzt los? Also, kann ich das irgendwie nehmen? Jill and David. Okay. Jill and David, yo. Geil. Okay, was haben wir denn hier? Confused. Achso, ja, steht unten nochmal. Ich musste gar nicht so, voll die alte Oma so, Brille richten. Ja, jetzt, hör mal auf zu rennen, ey. Oh, ist Halloween. Apropos, ist auch bald wieder Halloween. Five Nights at Freddy's. Ich freue mich schon drauf, ey, wie ein Wahnsinniger. Kommen wir hier rein?